Heute dreht sich in Nostalgiga alles um einen echten Geheimtipp. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nostalgiga. Nachdem ich ja letzte Woche so ein bisschen unaufmerksam war und dem lieben Martin da so ein bisschen vor den Kopf gestoßen habe, hoffe ich natürlich, dass ich mit meinem Thema Martin begeistern kann diese Woche. Ja, gib dir mal Mühe. Ich werde aufmerksam zuhören und dann gucken wir mal, was ich am Ende sage. Heute geht es nämlich um Blue Shadow. Das ist ein Spiel für den NES, was fast niemand kennt, traurigerweise, weil da Vertreter wie Contra zum Beispiel oder Ninja Gaiden viel, viel größer waren. Und dass das eigentlich sehr spielenswert ist, das seht ihr jetzt. Spielenswert, schmielenswert. Das Ding kennt doch keine Sau. Ja, mag sein, aber habt Vertrauen. Hier, die epische Story zum Beispiel. Wir schreiben das Jahr 2029. Ein fieser Diktator namens Garuda regiert die Vereinigten Staaten von Amerika und verbreitet fortan Angst und Schrecken. Zwei Ninja vom Clan der Iga, Lady Kaede und Lord Hayate, werden ausgesandt, um dieser Schreckensherrschaft ein Ende zu bereiten. Ja, okay, cheesy und generisch, aber hey, wir sind schließlich in den 90ern. Im Jahr 1991, um genau zu sein. Da erschien der 2D-Plattformer hierzulande. Das Spielprinzip ist einleuchtend. Es gilt 5 Level à 16 Stages zu überstehen. Gefahren lauern überall, ob in menschlicher oder maschineller Gestalt. Seltsame Boomerang-Schmeißer knocken euch aus, drohnenartige Gerätschaften schießen mit Pfeilen auf euch und Robocop macht auch noch mit. Um euch zur Wehr zu setzen, stehen euch ninja-typische Waffen wie das Katana, das Kusarigama, Rauchbomben oder Wurfsterne zur Verfügung, die ihr unterwegs aufsammelt. Seid ihr bereits im Besitz der Waffe, die ihr aufsammelt, wird ihr Angriff verstärkt. Aber das Allerbeste wisst ihr ja noch gar nicht. Das gesamte Spiel ist im Koop-Modus bestreitbar. Mir war dabei vor allem wichtig, dass ich die rosa bekleidete Frau spielen durfte. Mädchen halt. So richtig Laune macht auch der zum futuristischen Setting passende Soundtrack. Blue Shadow hat Ohrwürmer kreiert, die ihr nie wieder loswerdet. Los, frag mich mal, ob ich einen vorspiele. Ja, na los. Spielst du einen vor? Na gut, weil du es bist, Nils. Ja, habe ich etwa zu viel versprochen? Dieser Track gehört mit zu dem Besten, was das NES zu bieten hatte. Den würde ich überall wiedererkennen. Selten hat mich Videospielmusik so geprägt wie im Fall von Blue Shadow. Doch genug der Schwärmerei, ich finde es schade, dass dieses Spiel in der Ära der 2D-Plattformer zwischen den Ninja Gaidens und Contras dieser Welt sang- und klanglos untergegangen ist. Wer also auf Klassiker dieser Art steht und Blue Shadow noch nicht gespielt hat, kann es sich locker für die Virtual Console auf die Wii U laden. Oh, und noch ein kleiner Insider-Tipp speziell für euch. Besiegt ihr einen Boss, müsst ihr euch möglichst in seiner Nähe aufhalten, um eure Energieleiste aufzufüllen. Ich hielt das immer für einen Mythos, aber es stimmt. Da kommen Kindheitserinnerungen hoch. Und Martin, wie fandest du es so? Ja, wahrscheinlich habe ich das auch verdient. Bis nächste Woche. Hallo, da bist du ja. Ich habe dich endlich gefunden. Was ein Glück. Du hast ja schon die neue Folge Nostalgie vorbereitet, stimmt's? Ja, das stimmt. Dieses Mal, wir bleiben auf dem NES und es geht um ein Fußballspiel, was heute noch cool ist. Das wird was heißen. Und des Weiteren haben wir natürlich den allerneuesten Top-Montag für euch. Und was noch, ein ganz besonderes Video, Martin. Genau, das N64 ist nämlich 18 geworden und Dominik und ich haben so ein bisschen in Erinnerung geschwelgt und in Nostalgie gebadet. Was auch immer. Ich glaube, das ist auch was für euch, wenn ihr mit dem oder das, dem, das, du, was auch immer, N64 aufgewachsen seid, dann schaut vorbei. Das Nutella. Das Nutella. Der Nutella. Die